Okay, Kid. Schick die beiden runter. Okay, und nun schnapp ich mir mal die beiden Säcke. Hilfe! Aua! Ich will hier sofort raus! Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist! Hilfe! Hey, geschafft! Yep, wir werden die beiden jetzt mal befreien. Na los! Steh auf! Steh auf! Mann, ey! Da! Nimm die Pfoten weg! Captain Man, Kid Danger! Und ich bin Guma! Ich weiß doch, wer du bist. Wo sind wir hier? Nettes Plätzchen, Kinder. Also ich finde, hier sieht's aus wie in der Nase von einem gigantischen Roboter. Ihr beide seid in der Manhöhle, versteht ihr? Wir haben euch aus dem Knast befreit und hergebracht, weil wir eure Hilfe brauchen. Oh. Und? Sollen wir dir etwa helfen, abzunehmen und dich in Form zu bringen? Das war genau jetzt die falsche Bemerkung. Jetzt komm mal wieder ich runter. Mich, okay? Ja, verstehe. Ja, kapiert. Alles gut, schon gut. Wirklich? Ja, ich okay, dann chill. Ihr beide sollt uns helfen, einen Kriminellen zu fangen. Hm. Welchen Kriminellen? Go, Bro. Oh, ja, ich kenn Go, Bro. Ja, sicher kennst du Go, Bro. Wer ist Go, Bro? Hat er ein Jojo? Nein. Und kommt er so? Nein. Und hat seinen Hund auf den Namen Toto? Ich sag mal, bist du noch ganz dicht? Mein Arzt sagt, ich soll das keinem verraten. GoBro dreht haufenweise super, super gefährliche Videos, die kommen ins Netz und dafür kriegt er Millionen Viewers. Genau, aber dieses Mal ging GoBro wirklich zu weit. Seht euch mal den Post von gestern an. Was? Ist das meine Mom? Oh, das ist ja privat, tut mir leid. Also, Videos. Was geht ab, Bros und Lady Bros? Ich bin's, euer Bro, GoBro! Woo, yeah, baby! Und wisst ihr was? Ich streame mich hier gerade von meiner geheimen Brocation. Woo! Und wollt ihr mal sehen, wen ich dabei habe? Sag mal deinen Namen! Ich bin Grandma Sullivan. Grandma Sullivan, ich hab sie irgendwo auf dem Bahnhof gefunden, okay? Und der Zug fährt hier vorbei? Ist doch unwichtig. Also, wenn ihr morgen meinen Channel abcheckt, dann werdet ihr sehen, wie unsere Grandma Sullivan einen steilen Berg runterrast und über 150 Sachen drauf hat, Leute. Woo, extrem! Ihr müsst das hier liken und gebt mir 5 Sterne. Igitt. Wir müssen GoBro aufspüren. Er muss gestoppt werden. Und dann retten wir Grandma Sullivan. Wow, das ist ja super interessant. Und wie kann ich euch beiden jetzt dabei helfen? Indem wir zwei unsere Körper tauschen werden. Was? Wie bitte? Aber nur für kurze Zeit. Ja, nur vorübergehend. Also, mit Körpertausch ist gemeint, dass du, Captain Man, in meinen Körper schlüpfst. Und ich, Frankini, schlüpfe dann in deinen Körper. Ja, genau. Er hat es verstanden. Nein. Okay, gut, ich respektiere das. Danke. So, und jetzt habe ich Hunger. Okay, Kid. Ich muss mich mit dem Körpertausch beeilen, bevor Frankini wieder aufwacht. Okay, ich hole gleich Schwartz. Nein! Nein, jetzt wartet doch mal! Frankini ist mein Boss und er hat gesagt, dass er seinen Körper nicht tauschen möchte. Und daran werde ich nicht einfach zusehen, wie du es doch tust! Hey, 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 Kumpel, hey, hey, du solltest einfach mal, hey! Hör zu, ich wollte nur wissen, ob du Backkartoffeln magst. Wahnsinnig gern sogar. Dann habe ich eine gute Nachricht. Sieh mal, was da steht. Das ist dein Backkartoffelbuffet, und zwar nur für dich. Da sind ja auch ganz viele Soßen!